habe jetzt zwei Sturmtruppler losgeschickt. Der Architekt ist noch hier. Wo ist der andere Sturmtruppler? Ich vermisse eine Sturmtruppler-Einheit. 151. Da, wer kommt da gerade? Sind es die vielleicht die Vermissten? Nein, das ist die Fehlermission gewesen. Ressourcen von dem Namen Metall gefunden. Das ist sehr gut. Lagern Sie es. Sturmtruppler ist wieder aufgetaucht. Ich denke, ich werde wieder zurückgehen. Wo haben Sie Captain Phasma gelassen? Sie meinte, ich sollte das Waldmaul zurückbringen und sie dort mit einer nicht ganz so großen Kreatur allein lassen. Nehmen Sie Sturmtruppler 151 mit und bringen Sie mir Captain Phasma zurück. Okay. Kommen Sie mit. Ein sehr, sehr seltsamer Planet, mein Imperator. Ja, so ein Planet ist mir auch schon lange nicht mehr untergekommen. Ich weiß auch nicht, dieses Raumschiffartige mit der blauen Energie. Es scheint aus diesem Planeten die Energie zu ziehen. Sie ist wieder da. Es sieht sehr, sehr auch gebaut aus. Also es wird nichts Natürliches sein. Es wird eine Intelligenz gewesen sein, die das gebaut hat. Ich weiß, was wir hier noch für Kreaturen antreffen werden. Wir müssen Phasma? Von diesem Planeten runter. Ja, auf jeden Fall. Gilt ein Raumschiff bauen. Sind Sie übrigens der Sturmtruppler mit dem T-Fighter gewesen? Ich habe heute noch einen T-Fighter gesehen. Bei Tag. Ja, mein Imperator. Ich hatte eine Störung in der Koordinierung und bin dann gegen den Berg gestürzt. Und bis hierher dann habe ich mich durchgekämpft. Der hat permanent irgendwelche Signale ausgestoßen. Dieser Jäger hat mich bewusstlos gemacht mit seinen Keule. Er sagte ja schon. Scheint ein Leck gewesen zu sein im Antriebssystem. Welcher auf atomarer Ebene stattfindet. Brauchen Sie besondere Ressourcen für Ihre Architektur? Ich muss mich darüber informieren, was für in eine Konstruktion, die ich bauen werde oder bauen muss, und damit ich das Metall geschmolzen bekomme, mein Imperator. Gut, gehen Sie dem nach. Ja, mein Imperator. Gut, ich kümmere mich mal, dass es die Base einfach zu ist. Auf Deutsch für euch in diesem Roleplay-mäßige hat er das jetzt schön verpackt. Er hat einfach noch nicht das Level, um die Base weiter auszubauen. Ne? Falls ihr das nicht rausgehört habt, ich hab's gehört. So. Mach mal einfach noch 4 Ceilings, dass einfach die Base zu ist. Captain Phasma wird sich dann weiterhin um die Sturmtruppler kümmern. Die scheinen nämlich gerade keine Arbeit zu haben. Oh, das hören wir ja gleich im Roleplay. Sturmtruppler, schnappt euch jeweils ein Breitmaul und sammelt schwarze Beeren ein. Okay, Captain Phasma hat auch eine Aufgabe. Also ein Sturmtruppler geht meinem Auftrag nach und einer Captain Phasmas Auftrag. Ich werde das mit diesen Beeren übernehmen. So langsam haben sie bald ihren alten Job zurück, Captain Phasma.
Sieht fast so aus. Ich freue mich, wenn es endlich soweit ist. Können Sie sich um weitere Unterkünfte kümmern? Ich werde sehen, was ich machen muss, mein Lord. Einer dieser Sturmtruppler mein Bett. Schlage ich ihm den Kopf ab. So, ich werde einfach mal noch weitere Breitmeiler suchen. Ja. War man ja bis jetzt ganz erfolgreich. Sind die nämlich alle ein bisschen mobiler. Und bis jetzt kann ja nur ich die Breitmäuler zählen. Andere sind ja dafür nicht in der Lage. Wir müssen nur welche finden, ne? Ah, da haben wir schon mal einer. Was? Der Pfeileranzahl sind. Die Lannenbeeren, die scheinen sowohl am besten zu schmecken und zu wolle. Sammeln wir noch weitere. Wow. Niemand berührt mich so. Verdammter Vogel. Der mir einfach die Sache, also Kreaturen auf diesem Planeten, ist so aggressiv. Wahnsinn. Ich hab wieder Level up. Lead Damage. So, wir haben ja jetzt einer, der Architektur kann. Richtungsskill mich jetzt. Mach wohl, ja, ich gehe mehr in die Star Wars Sache in. Lichtschwerter und so. Das Moisch Spezialgebiet. Kümmere mich dann einfach um Lichtschwerter und so. Um die Energie, um die es behandelt. Aber das sieht man dann, ne? Ich muss gucken, wie der Mod funktioniert. Das hier, also die Wüste-Rüstung ist übrigens die Rebelle-Rüstung. Es gibt spezieller Rebelle-Hut, also einfach den Hut weglasse dann, wenn er Rebell spiele. Wir müssen dann den Rebelle-Hut einfach nur mal suchen. So haben wir die Droide. Ich glaube, die hat Captain Phasma ja schon alle gefunden. Stumo Schwert. Gerne. Noch ein Schwert. Bei Sturmtruppler wäre das bestimmt ganz gut. War es dann erst mal? Dann. Stelle. Das gibt eine Fassmaßgebiet, wenn sie da irgendwo voll drin muss. Dann immer noch. Ich lerne einfach die Sättel von den Tieren, würde ich sagen. Bis einer von der neueren Sturmtruppler das beherrscht mit der Tierwelt. Mal das erstmal so stehen.
Ja, weil mitten auf Mission gehen, ne? Für einen neuen Stützpunktsplatz. Weil wir sind hier auf sehr unebenem Gelände gelandet und da wäre ich die Ball auf Expedition schicke für einen besseren Spot. So, das Tier ist getamed. Korrekt. Perfekt. Nächstes Tier. Danke, Ebola mehr. Stein und Tetsch. Habe ich schon, das müsste schon gelingen. Die Tiere will ich jetzt nicht treffen. Was? Den Kopf weglassen. War dann schneller liegt. Wo in die Hüfte schießt. Ja, da drin. Soll ich abwarten oder nochmal schießen? Ja, aus. Oh, fast wäre uns weggerannt. Ein höheres Level. Das wäre es mir ja vorher nicht. Wäre. Ist auch schon aus der Hand, das ist gut, das hilft echt weiter. Und es ist weiblich. Ja gut, da können wir dann anfangen, ja ihr wisst schon, argmäßig zu denken, ne, zu züchten. Aber das gilt es natürlich im RP erstmal rauszufinden. Wir haben leider keine Ahnung, wie man diese Tiere Paare tut oder ja, Schwangerschaft oder Eierleger oder Co. Keine Kenntnisse über die Tiere. Das ist halt das, wo man dann den Sturmtruppler brauchen, der sich mit Tiere und Kreaturen auf andere Planeten auskennt. Ne? Die Sturmtruppler leben ja verschiedene Ausbildungsdinger durch beim Imperium, damit man bei einer Expedition auf ein anderer Planet, der Planet schnellstmöglich erobern kann, gibt es immer verschiedene Sturmtruppler-Ränge. Wir brauchen halt quasi so einen Zoologe noch, der sich mit der Tierwelt auskennt. Der ist dann dazu zuständig, ja, unsere gefangene Kreatur verpaare, das ist dann sein Job. Und der fehlt zum Beispiel noch, weiß ja gar nicht, ob der überlebt hat oder ob der verschollen bleibt oder noch im Todesstern ist und gar nichts von der Schlacht mitbekommen hat. Frag mich doch echt, ob ich schon vermisst wäre. Das ist wieder so ein Mischvieh. Mach dich bloß ab. Der war mal quer über die Map. Dass er dann schon mal klar wieder weg ist. Dann stürme mir noch mal Happe aus der Hand nehmen. Oh. Ah doch, du willst schon. Es gilt ja noch rauszufinden, in welcher Preisklasse sich diese Ragnarok-Taler bewegen. Weil bis jetzt sind mir eigentlich nur Credits bekannt. Weil die scheinen hier auf dem Planet nichts wert zu sein. Wir müssen alles intauschen gegen diese Ragnar-Taler, was geht. Aber wir konnten Informationen aus dem John Sky rausfinden. Wie man zum Beispiel mit diesem Metallrohstoff umgehen könne, dass der wertvoller wird, reiner wird.
Ja, ich sitze mein Architekt schon mal dran, der hat sich das angehört von Captain Phasma. Sie war ja bei mir dabei, aber über die andere Sturmtruppler nicht während dem Gespräch. Ob das so gut war, von einer zweiten Person nochmal den Plan zu hören. Hoffentlich kriegt er das hin. Hätten müssen halt dabei sein bei dem Gespräch, aber war ja nicht. Wirklich. So, dann komme ich wieder zurück. Dann haben wir wieder zwei weitere Paras. Mal sehen, wie die Base dann aussieht. Weil die da am Werkle sind und ob Captain Phasma weitere Bette gebaut hat, weil. Ich habe jetzt schon ein paar Dutzend Sturmtruppler dabei. Und alle Bette zum Schlafen. Okay, Lust, dass einer in meinem Bett schläft. Kommen wir gar nicht. Na, du brauchst aber lang überzeugt zu sein. Weibliche Kreaturen brauchen wohl allgemein überall länger. Könnt ihr mal wieder ein neues Notsignal senden? Sind sie wieder Sturmtruppler? Ja, dann nochmal ein Sturmtruppler zu uns. Die so nützlich sind, hätte ich nicht gedacht. Anfang. Analysiert habe, beobachtet habe, analysiert habe. So nützlich sind und der Händler, die ich quasi auch noch haben wollte. Das war ja sehr interessant. Na komm, habt ihr noch in meiner Hand? Willst du die drei Beere noch haben? Doch. Komm. Nein, das war. Weibliche Tier. Toll. Die Herde scheinen sie wohl schneller zu hören. Cool, das muss ich mal merken. Wie der Grüne hört, weil er das vom anderen lernt. Wahnsinn. Das sind noch zwei Breitmäuler. Okay. Was war das? Ein Notsignal. Ah ne, ich sehe gerade. Captain Phasma sendet ein Notsignal. Und? Gab es schon ein neues Lebenszeichen? Bisher hat sich leider niemand gemeldet. Oh, sie haben sich ihre alte Rüstung beschafft. Jawohl. Schauen Sie. Ich konnte nochmal weitere Breitmäuler für uns besorgen. Stormtrooper 151 hat gemeldet, dass er sich dafür interessiert, wie man Breitmäuler gefügig macht. Triple Einheit jetzt. Hinter Ihnen. Erschrecken Sie mich noch einmal so und ich schlag Ihnen den Kopf persönlich ab. Tut mir leid. Sie wollen die Kreatur lernen zu zähmen? Ja. Captain Phasma, starten Sie ihn mit der Armbrust aus und den beklebten Pfeilen.
Sie müssen erst von Captain Phasma lernen, wie diese betäubende Paste funktioniert. Okay. Also, wir haben hier eine Mörser. Mischen Sie verdorbenes Fleisch und schwarze Beeren. Immer schön weiter malen und immer weiter vermischen, so lange, bis die Paste schön dick ist. Und wenn die Paste dann dick genug ist, können Sie die auf Pfeile drauf machen. Die genaue Menge, die man auf Pfeile machen muss, die müssen Sie beim Herrn Imperator nachfragen, denn nur er hat sich bisher damit beschäftigt. Ich wollte Sie fragen, wie man diese beklebt, diese Masse, diese betäubende Masse herstellt. Hat Ihnen das Captain Phasma nicht gezeigt? Nein, ich meine, mit welcher Menge an Ressourcen? Umso mehr Beeren Sie reiben, umso stärker ist die Wirkung. Okay, ich werde es versuchen. So, ich stehe einfach hier und stelle die wertvolleren Tiere hier hin. Also, wirst du wohl auf deinem Platz bleiben? Ich lege Ihnen hier neben den Mörser eine Armbrust und noch schon diverse Narkosepfeile. Voller. Sie müssen einfach immer weiter Paste herstellen, sobald Sie die Zeit dazu finden. Okay. Und selbst für Pfeile sorgen. Diese Ruine scheint ein alter Hochzeitsaltar zu sein. Aber ich denke nicht, dass sie uns ausreichend Platz bietet für eine neue Base. Und das leider nicht. Es scheint auch keine Kiste dort zu sein, wo man die ausgestattet. Machen Sie sich auch noch eine Konstruktion aus Steinen und Fasern, um dem Tier die Beine abzubinden. So können Sie nicht flüchten. Schauen Sie sich an, es sind eigentlich nur Seile und Steine festgebunden. 3 Stück müssen Sie sich anfertigen. Müssten auch Sie hinbekommen. Okay, ich werde mir Ressourcen für die... An die Arbeit. Haben Sie den Architekt gesehen, mein Lord? Wollte sich mit den Ressourcen vertraut machen. Ich war auf der Suche nach ihm. Ich wollte mit ihm die Gegend erkunden, um einen möglichen neuen Platz für unsere Hauptbasis zu finden. Zweck würde ich sagen, komplette Einheit zusammen. Ich will sie schließlich lebend zurückhaben. Okay, ja. Dann werde ich warten, bis sie mit 151 von dem Erkundungstrip zurück sind. So, und bis. Sie sagen, ihr Rekrut ist schon in seiner Ausbildung soweit. Ich denke, der Architekt ist da schon nicht mehr in der Ausbildung. Aber der Rekrut, Sie müssen bestimmen, ob der Rekrut in der Lage ist. Somit würde ich den Neuzugang, ja. Gehen Sie nur mit dem Neuzugang auf Schulung. Ich werte sowieso erstmal auf den Architekt ab. Ich denke mal, er sollte dabei sein, um herauszufinden, ob das neue Gelände überhaupt für eine Basis ausreichend befestigt ist. Wie weit ist es übrigens weg? Oder haben noch gar nichts bekannt? Ich habe ein Stück weiter in diese Richtung eine Süßwasserquelle gefunden, die möglicherweise als Bauplatz dienen könnte. Jedoch weiß ich nicht, ob das Gebiet eben genug ist oder ob das Wasser vielleicht den Untergrund zu weich gemacht hat. Das muss sich der Architekt ansehen. Ja.
War das nicht unser Architekt? Nein, ich bin's einfach. Nein, das war nur der Neuzugang. Die sehen alle gleich aus. Es ist nicht immer leicht, sie voneinander zu unterscheiden. Keine Aufgabe, sondern ihre. Elita, ja, wir passen auf, dass es nicht 40 Jedis gibt. Wir machen Roleplay, ne? Und wenn du, ich nehme jetzt einfach dich als Beispiel, wenn du dich in der Lage fühlst, einen Luke Skywalker zu spielen, dann kriegst du natürlich ein Lichtschwert. Wenn du aber einfach nur ein Rebellenpilot bist, dann bekommst du kein Lichtschwert, weil dein Charakter nicht mit der Macht vertraut ist. Welche, was ich da sagen will? Guck mal, die Leute, die hier joinen, die nennen sich Sturmtruppler von Anfang an. Oder hier Captain Phasma, da war ich auch sehr, sehr beeindruckt. Ne? Gleich so imposanter Sturmtruppler, schauen Sie mal da hinten, sehen Sie das auch? Ja, was mag das wohl sein? Seit wann hören Sie auf Sturmtruppler? Captain Phasma, nehmen Sie unseren Neuzugang und gehen Sie das überprüfen. Jawohl, mein Lord. Das ist ein weißes Signal. Das ist mir nicht vertraut. Folgen ich Sie. Werde mit weiteren Sturmtrupplern nachkommen. Jawohl, mein Lord. Jetzt hoffe ich halt, dass Captain... unser allererster Sturmtruppler zurückkommt. Dass wir da quasi schnell hinterher können. Wenn nicht, habe ich gerade zwei Tiere und zwei Sturmtruppler geopfert. Plus, wobei der eine Sturmtruppler Jo Captain Phasma ist, weil sie zu Sturmtruppler gehört hat, hat sie mich komplett rausgebrungen. Aber sie läuft in Sturmtruppler-Outfit rum, also Sturmtruppler. Wo ist eigentlich der Ende Sturmtruppler? Das gibt's jetzt nicht. Und oh nee, jetzt sind sie beide auch noch mit den wertvollen Tieren weggerannt, die ich extra auf die Seite gestellt habe. Klasse. Kommt der Sturmtruppler ohne Tier wieder auf mich zu? Hat er nicht ein Tier dabei gehabt? Sturmtruppler? Mein Imperator, ich habe jetzt alle möglichen Optionen bin ich durchgegangen und ich glaube, ich habe eine Möglichkeit gefunden, das Metall zu schmelzen. Sehr gut, wir haben ein nicht identifizierbares Leuchtsignal gesehen. Ich würde Sie auffordern, mich zu begleiten. Jawohl, mein Imperator. Zwei von meinen Sturmtrupplern sind schon vorgegangen, aber ich will mich jetzt selbst überzeugen davon, die sind mir zu lange weg. Satteln Sie auf. So, jetzt gehen wir mal gucken, ob wir die andere finden. Sorry, Tier ist langsamer. Das ist halt der Levelunterschied. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, wo das Leuchtsignal war, weil ich hab mir so stehen bleibe. Ah, da hin. Sehen Sie das Leuchtsignal? Ich bedauere leider noch nicht meinen Imperator. Vor uns im Himmel. Wow, was ist das für eine große Kreatur gewesen?